So, und da sind wir dabei, Pokémon Y. Und wir können endlich weiter. Ich glaube, der Typ dort vorne, der gibt, glaube ich, ein Ei, oder? Ach nee, der will ein Pokémon, das total klein ist. Ja, okay, damit kann ich nicht dienen. Gerade. Ich habe gedacht, der gibt ein Ei. Ja, ich bin einfach mal über das Item hier drüber. So, da ist auf jeden Fall ein Trainer. Mit Palim Palim. Hat das nicht jetzt auch Fee? Ich weiß es nicht. Probieren wir mal bis. Hoffentlich klappt's. Scheinbar klappt's. Und noch ein Steigerungshieb hinterher. Ist nicht sehr effektiv, wirkt aber, also beschwer dich nicht. So, hier haben wir dann wieder einen Bärenbaum. Leute, die sich da drin verstecken, in dem Zeug. Ein guck mal da. Aber ich guck da jetzt nicht hin. Ich mache einen Steigerungshieb. Der hat ja drei Pokémon, also deswegen lohnt es sich sowieso schon. Wir one-hitten hier alle. Horrorblick. Als wenn ich von dir fliehen würde. Hallo? Das ist Hydro. Der macht alle fertig. Und der rennt nicht weg vor einem Kampf. Vor allem, weil er dafür viel zu langsam wäre. So, kannst du dir vorstellen, dass das Viech irgendwo vorweg rennt? Ich nicht. Flettiamo. Ja, da wird sich jetzt Hans-Josef ganz gut anbieten, aber scheiß drauf. Ich mache einfach weiter Steigerungshieb. Was soll es denn? Also scheiß drauf, ob es jetzt effektiv ist oder nicht. Das macht mich ja auch noch weiterhin stärker. Ja, und jetzt bis. Gedankengut brauche ich auch unbedingt für Firefox. So, und das nächste, das wird er ja jetzt eh gewone-hittet. Aber kommt drauf an, was das ist. Seemon. Ja, da können wir es probieren. Aber ich denke nicht, dass der Steigerungshieb one-hittet, oder? Nee. Natürlich. Dann vielleicht ein weiterer Steigerungshieb. Natürlich. Dann heilen wir mal eben das Gift und dann gehen wir hier weiter. Hier. Aber hier unten will ich gar nicht weiterlaufen, sondern oben lieber. Eigentlich.
Knaxel. Ja, endlich mal was Interessantes. Ist ja für, also gehört für mich zu den coolsten Drachen-Pokémon in der Entwicklungsreihe da. Nur leider halten die so gut wie nichts aus. Naja. Aber Knackrack in Shiny und Mega-Entwicklung, das ist verdammt cool. Kannst du mir nichts sagen, das ist einfach verdammt cool. Das habe ich ja sogar. So, hier unten könnte man jetzt noch weiter, aber wir gehen hier wieder hoch. Ach ja, hier komme ich gar nicht weiter. Was soll denn das? Müssen wir hier zwangsweise runter. Was denn? Machst du eine Reportage? Was? Was laberst du? Oh Gott, Giflor. Der ist auch auf meiner Top 10 Liste. Mit den hässlichsten Pokémon aus Gen 1. Weil guckt es euch an. So einen großen Unterschied hat es jetzt nicht zu Duflor. Es ist jetzt nur ein bisschen happy. Ist von Drogen runter oder gerade auf den Drogen drauf. Ich weiß nicht. Ja, setzt du mal ruhig Pflanzenattacken gegen Feuer-Pokémon ein. Ist überhaupt nicht dumm oder so. Hast auf jeden Fall super deine Chance genutzt zu glänzen, also an dich werde ich mich immer wieder erinnern, wenn ich an Versager denke, okay? Kannst schon viel auf dich halten, dass ich überhaupt an dich denke. Ja, ja. Und hier ist diese komische Ruine. Na, gehen wir weiter. Also da kann man auch runter, aber das werden wir nicht machen. Wird sich zwar anbieten für Training, aber haben wir eigentlich nicht nötig. Ich hätte das eigentlich schon lieber... Warum habe ich kein Feuer eingesetzt jetzt? So, Hydro dürfte sich um Drift Zeppli ganz gut kümmern können. Aber der hat ja Finalschlag. Denke ich mal. Okay, der haut ein. Danke dafür. Ja, ernsthaft jetzt. Stirbt einfach direkt. Oder direkt K.O. Einfach gar nichts am Aushalten hier. Hail Hydro. Jetzt machen wir nämlich das Drift Zeppli weg. Wir geben ihm den Rest. Hier könnte man jetzt auch nach unten weitergehen und kommt dann wieder in Illumina City wieder raus. Aber naja, zum Trainieren lohnt sich's wohl, aber normalerweise nicht. Ja, wow. Erzähl mir ja was über deine Forschungsergebnisse, die ich schon lange weiß. Also das war sehr aufschlussreich. Das habe ich jetzt gebraucht. Geh weg mit dir, denn ich hasse dieses Viech. Nur weil es Pikachu nachmacht, hasse ich's. Wäre es ein anderes Design, würde ich es gut finden. Wahrscheinlich. Oder mich gar nicht erst drüber aufregen.
Aber wenn es einfach nur eine Kopie von etwas ist, dann mag ich es nicht. Also von einem vorherigen Pokémon, nicht von irgendwas anderes, was schon existiert. Denn dann müsste ich jedes Pokémon hassen, weil alles auf irgendwas basiert. Psychokinese, endlich. 90 Schaden. Ich würde sagen, dafür machen wir Psychoschock weg. Nicht das andere, weil das mache ich noch für, naja, eine gewisse andere Attacke weg. Ich denke, ihr dürftet wissen, welche das ist. Genau, Gedankengut. Ach, nö. Ey, deswegen hasse ich Feen-Pokémon auch. Ich meine, wer würde sich in das da verlieben? Guckt euch das Viech an. Guckt's euch an, es sieht hässlich aus wie sonst nichts. Schlag endlich drauf. Heido, du stehst über sowas. Okay, das ist nicht sehr toll. Du würdest dich niemals zu so einem niedrigen Geschöpf hingezogen fühlen. Kannst du mir nicht erzählen, Heido. Also, der Smiley neben deinem Namen steht da nicht ohne Grund, ne? Nur damit du es weißt. Er soll was verkörpern. So, Hydro muss mal eben geheilt werden. Finde ich ja gut, dass man das jetzt auch so kann. So, und hier könnten wir jetzt auch schon von der Route runter. Oder hier oben nochmal mit jemandem kämpfen. Ich kämpfe jetzt nur mal hier mit der. Weil das Training vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre gerade. Aber weiter gehen wir nicht. Jedenfalls nicht so tief in die Ruinen rein. Da gibt es zwar einige Trainer, aber es lohnt sich nicht. Das mag ich zum Beispiel an solchen Routen überhaupt nicht. Wenn du solche Orte halt hast, wo du nicht hin musst, die einfach nur da sind, wo du dann halt lang könntest, es aber eigentlich nicht musst. Ganz am Ende würden die sich vielleicht lohnen, aber jetzt gerade nervt es eigentlich nur. Denn stellt euch mal vor, ich würde die jetzt alle besiegen. Es wird sich in leveltechnischer Hinsicht sehr lohnen, aber das würde das ganze LP irgendwie unspannend machen. Naja, die Gegner sind jetzt auch so keine große Herausforderung, aber ihr wisst schon, denke ich, was ich meine. So, nächste Stadt. Ja, darf ich denn auch mal ein paar Schritte laufen, ohne dass ihr mich anquatscht? Ja.
Darf ich mein Team bitte heilen? Ich will gerade nicht über offensichtliche Sachen mit euch reden. Ja, hau mal ab. Ich hab noch Sachen zu tun. Junge! Ich glaube, in die Frosthöhle muss ich auch, um weiter zu können. Die ist dort oben. Ach ja, was ich hier cool finde. Hier kannst du einfach mal richtig cool wie so ein Randalierer hier rum skaten. Ach, wir sollten übrigens auch mal hier was Neues kaufen. Ich denke, Hyperbälle wären gar nicht mal schlecht zu haben. So 30 Stück. Top-Genesung auch nicht schlecht. Ja, aber Leber haben wir noch genug. Ja, Rest reicht. Wir hätten auch noch dieses Nugget, das könnten wir auch verkaufen. So, und Hydro sollten wir jetzt vielleicht von der ersten Stelle weg tun. Denn jetzt kommen größtenteils Eis-Pokémon und da lohnt sich Feuer ja halt am besten. Es sei denn, es kommt halt irgendwas, wo du halt nicht Feuer einsetzen kannst. Irgendwas, was Boden hat. Also Mamutell könnte zum Beispiel da ankommen. Was ja den Beityp Boden hat. Und somit gegen Feuer. Ja. Schon mal ganz gut ist. Was ich gerade mal gucken will, ist, was denn passiert, wenn ich versuche weiterzugehen? Muss ich dort oben hin? Sagt er mir, dass ich dahin muss? Ja, okay. Eine Großwurzel habe ich jetzt total gebraucht. Ich hätte eher eine Holzkohle gebraucht. Dankeschön. Ich kann auch einfach weiter. Mir kann es einfach scheißegal sein. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Ja, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, eigentlich kommt man hier weiter, aber da, wo du eigentlich nur so beiläufig hin müsstest, weil der Typ das gesagt hat. Also, er hat nicht gesagt, dass man da hin muss, er hat einfach nur gesagt, ja, in der Frosthöhle kann man Pokémon fangen. Deswegen musst du da jetzt hin. Nicht etwa, weil wir dir das zeigen wollen oder Spielzeit künstlich strecken wollen. Nee. Warum kommt hier ein Drachen-Pokémon? Guck mal, ich habe mich extra dafür vorbereitet, dass hier jetzt ein blödes. Übrigens, Psychokinese ist cool. Ein blödes Eis-Pokémon ankommt, aber was passiert? Offensichtlich kommen Drachen-Pokémon, die im Schnee nicht so super sind. Komme ich da überhaupt ohne Kaskade runter? Ich denke mal nicht. Nee. Weißt du, da meinst du eigentlich, Kaskade hilft dir halt nur, wenn du hoch musst, aber nee, auch runter. Ja, okay. Ich verliere eh. Da vorne war schon das Mamutell. Venofliebe ist in der Luft. Nur weil Schwebe hat. Das Viech fliegt und nie, fliegt doch nie und nimmer. Jedenfalls nicht so hoch. Dein Ernst?
ja ein denkbar ungünstiger Punkt, um einen Flugkampf zu machen, ne? Also, wie wär's? Hast du Arktos dabei? Nur mal so, passt hier nämlich perfekt hin. In so einen Himmelskampf. Schwarones, ja, dankeschön. Da wollte er mir auch direkt schon mit Wasserattacken ankommen. Ja, ich setze einfach nochmal Fliegen ein und habe gewonnen. Was hältst du davon? Hot Pfeffer setzen wir voll selten übrigens ein. Wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ja, dann habe ich ja jetzt gewonnen. Komm du mir nochmal blöd, du. Wenn du nicht mal ein einziges Pokémon besiegen kannst. Darf ich bitte weitergehen? Immer wenn ich Danke lese, dann denke ich, ich kriege ein Item. Jedes Mal. Übrigens, ich glaube, ich habe die falschen Klamotten hier an. Scheiß drauf. Hä? Nein. Kommt da einfach random einer an. Ja, willst du einen Himmelskampf gegen mich machen? Ich meine, ja, nein. Ja, ich finde, die Wand da sieht auch sehr schön aus. Da muss ich auch erstmal ein Bild von machen. Natürlich farbige. Na, wie wär's? Magieflamme und dann weg. Habe ich mir gedacht. Wie der halt nichts aushält, direkt weg ist. Davon hat er jetzt ein Bild gemacht. Sieht jetzt nicht so schön aus. Ja, Eisheiler habe ich, glaube ich, noch nie in meiner Pokémon-Spielzeit gebraucht bisher. Da ich jedes Mal ein Feuer-Pokémon hatte, das ich selber daraus befreien konnte. Hier sehen wir einen Arktip. Das ist nicht schön. Das war's. Oh, ich glaube, wir sehen hier auch das einzig wahre Pokémon. Den einzig wahren. Ja, okay, erstmal sehen wir hier Duoklis. Geh erstmal weg, Duoklis. Wie das halt nichts aushält. Diese Rutschrätsel sind übrigens voll bescheuert, wenn man so quer rutschen kann mittlerweile. Siberio. Das macht mir ja Angst. Immer noch eins der komischsten Viecher. Ich meine, die Vorentwicklung geht ja.
Aber das, naja. Du nennst mich Spitzkopf? Ne? Kann man eigentlich nur dazu sagen. Ja, Raichu. Ich sehe auf jeden Fall, warum das hier ist nicht. Ne? Das nicht hätte ich vielleicht ein bisschen später sagen müssen, aber egal. Probieren wir den Zielstrahl. Oh, mein Handy leuchtet. Bei einem Level Up. Ist ja getimed. War aber nichts Interessantes. Ein Enteron. Ja, okay, dann zeige ich dir jetzt mal, wie ein echtes Raichu aussieht. Also, Hans Josef. Wusstet ihr, dass ein Enteron einfach gegen Rayquaza und Groudon und Kyogre einfach die Dingens da raushebeln kann? Die Fähigkeiten. Das ist richtig bescheuert. Und Knogger. Ja komm, Biscago. Das soll auch mal wieder kämpfen. Hätte zwar auch Hydro benutzen sollen, hätte ich wahrscheinlich auch wirklich tun sollen, weil, naja, für die nächste Arena. Aber egal. Ja, setz du mal Fuchtler ein. Ich mag die neue Alola-Form von Knogger ganz gerne. Das hat auf jeden Fall was. Auch wenn es irgendwie nicht ganz passt. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch einen Eisheiler, weil ich hier so oft schon eingeeist wurde. Kann ich wirklich nicht ohne. Rechts. Und dann... Ach komm, lass mich doch. Ja, du kannst mir gleich mal weggehen, Rosanna. Aber hast du jetzt Gesteins-Pokémon oder wie? Ja, hast du. Also, naja. Setzen wir am besten mal Hydro ein, anstatt Hans Josef. Weil, naja. Hydro könnte immer noch mit Kampfattacken hinkommen. Und den stört sowas ja jetzt auch nicht so unbedingt. Außerdem braucht er die EP. Also der wird hier auf jeden Fall sehr viel rausholen können. Ach, komme jetzt nicht mit Gähner an. Aber gut, dass ich Top-Genesung eingekauft habe. Dann kann ich nämlich gleich den Gainer wegmachen.
So, falls es gleich wirklich zu blöd wird. Und Rizeros. Ja gut. Also Hydro wird jetzt mit Sicherheit nicht direkt aufwachen. Ja. Aber Rizeros wird auch nichts unbedingt Starkes da einsetzen. Ja, direkt aufgewacht und... Ja gut, ich hätte vielleicht Wasserattacken einsetzen sollen, aber egal. Will der mich hier langsam machen? Was bezweckst du damit? Du verlierst eh. Brauchst du gar nicht erst versuchen. Unnütz. Kannst gleich aufgeben. Tut hier aber eh keiner. Selbst ein Kindergartenkind kämpft weiter. Doppelkampf. Und das will ich mir nicht entgehen lassen. Erstmal du. Vor allem, das sind halt Kampftrainer halt. Ja, okay, vielleicht auch nicht komplett. Wenn der mit Irokex hier schon ankommt. Da kann ich leider nicht mit Psycho ankommen. Aber vielleicht mit Feuer ein bisschen. Ja, okay, lassen wir das. Das ist eine dumme Idee. Zu Hydro kann ich jetzt auch nicht einfach ohne alles wechseln. Mache ich aber. So, eben heilen. Noch ist ja ganz gut, dass ich Pokémon habe, die noch nicht über 200 KP haben. Da kann ich die nämlich komplett hochheilen. Ohne Probleme. Ja, später wird das nerviger. So, Hail Hydro. Leg dich nicht mit dem an. Ich hab gesagt, leg dich nicht mit dem an. Und du machst es trotzdem. Was willst du mir beweisen? Dass du dumm bist? Sigi 45. Und Jude Testo. Jetzt können wir mit Firefox das Viech wirklich besiegen. Einmal Psychokinese dürfte ausreichen, hallo? Es sei denn, es hat irgendwas, das es vorm K.O. bewahrt. Ernsthaft? Das ist ja mal der größte Bullshit, den ich je erlebt habe. Also, gleich neben, ich weiß nicht, irgendwas anderem. Aber dass es das überlebt, ist ja irgendwie auch irgendwo... Naja, recht unlogisch. Eben heilen. Und wehe, jetzt gleich kommt einfach direkt eine Möglichkeit, wo ich mein Team hätte heilen können. Das wäre nämlich dreist. Hey, Leute, ich will gegen euch kämpfen. Nicht gegen dich. Wenn ich gegen dich kämpfe. Aber komm direkt mit dem anderen. Immer wenn ein Trainer eins von den beiden Pokémon hat, hat der nächste das andere. Das ist immer so. Und natürlich hat er Robustheit. Warum denn auch nicht? Nervig wie sonst nix.
und Wischu. Ja, immerhin ein schönes Pokémon. Ne? Das sieht immerhin schön aus. Denk bei den anderen immer, dass sie aus Stein sind. Ich glaube, die sind sogar aus Stein. Jedenfalls denke ich das. Toller Satz, nicht wahr? Könnt ihr gleich mal eine Zahl hinterschreiben und das irgendwo drauf posten. Kann's nur empfehlen. Freund ist auch gleich mal am Dancen hier. Nee, ich denke halt bei Chutesto und Caradonis irgendwie, dass die Gestein haben, aber haben die anscheinend nicht. Deswegen greife ich auch immer mit Kampfattacken gegen die an. Aber irgendwie bringt es nichts. Jedenfalls ist es nicht effektiv. Aber ich denke es immer wieder. Und am Ende sind die wirklich Stein, aber es bringt halt einfach nichts. Du kannst gleich mal mit deiner Juwelenkraft hier weggehen. Der setzt zwar halt immer noch ein. Hör, ich sehe, dass das nichts bringt. Ich mache es trotzdem. Weil. Ja. Kannst gleich mal vergessen. Ich weiß auch nicht, warum ich eben Steigerungshieb gegen das Vieh eingesetzt habe, aber egal. Ich bin übrigens immer noch bestens ausgerüstet hier für diese Höhle, wie man an meinem T-Shirt erkennen kann. Dass da jetzt eine Perle sein würde, habe ich nicht gewusst. Aber schön, dass ich es jetzt weiß. Also diese Rätsel waren auch mal schwieriger. Ewiges Eis. Wodka. Würde mich wundern, wenn das Wasser hier Wodka wäre. Ich weiß gar kein, also ich weiß gar nicht, welche Farbe Wodka hat, also. Ja, deswegen würde es mich auch nicht wundern, ne? Ich meine, woher soll ich das auch wissen? Ich trinke sowas nicht. Kämpfst du nicht? Heilst du mich? Du heilst mich, okay. Und der Typ dort oben, der wird bestimmt wieder irgendwas Gesteinsmäßiges gegen mich einsetzen. Ja, Rosanna, hau mal ab. Keiner will dich, okay? Und nein, heul nicht rum, weil du, ich weiß nicht, irgendwas wegen deinem Aussehen hast oder so. Deswegen will dich nicht. Deswegen wollen dich alle nicht, aus einem anderen Grund wollen alle dich nicht, weil die einfach keinen Bock auf dich haben, weißt du? Ja. Genau das wollte ich sagen. So, jetzt setze ich aber Surfer ein, anstatt Steigerungshieb. Obwohl Steigerungshieb hier in der Situation wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen würde, weil das ein Trainer mit 3 Pokémon ist. Und wer weiß denn bitte, ob die sich in irgendeiner Weise schützen. Ne? Robustheit. Mein ja nur.
Deswegen hätte in der Situation vielleicht Steigerungshieb sehr viel was gebracht. Dingensen. Weiß schon. Und Georock. Moment mal, hat er den nicht eben eingesetzt? Was soll denn das? Setzen wir nochmal Steigerungshieb ein. Wird den eh nicht one-hitten. Ja, setz mal deinen Felswurf ein. Jetzt fällt mir gerade auf, warum habe ich denn nicht die... fast die komplette, übrigens Rockara, super cooles Pokémon. Fast die komplette Kleinstein-Evolutionslinie auf die Top 10 Liste getan. Mein ist ja noch schlimmer. Die Viecher. Yo, was sieht cool aus? Und die davor, naja. So, ich dürfte jetzt bald auch angekommen sein. Also hier noch einen super Trank bekommen, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt noch Pokémon, die total... Warum ist hier ein Alpollo? Geh weg. Die total halt so einen super Trank gebrauchen können. Ja. Alter, wie lange geht denn das noch? Da kommt der nächste. Wenn du Giudesto oder Caradonis dabei hast, ne, ich kill dich. Ich kill dich einfach, weißt du? Na, immerhin. Ist zwar immer noch fünfte Generation, aber immerhin. Ich meine, wer mag nicht den... Naja, was auch immer das ist. Ich habe nie recht verstanden, warum dieses Pokémon existiert. Jedenfalls macht's in der fünften Generation irgendwo auch Sinn, aber überall anders? Nee. Der Wilhelm mit Volumines. Übrigens, ja. Also der Schnauzer wertet das Pokémon schon auf. Das hat es auf jeden Fall gebraucht. Ich meine, wie viele Pokémon kennst du, die Schnauzer haben? Ich kenne jetzt nicht so viele. Also mir wird jetzt nicht direkt eins einfallen. Könnt ihr eins reinschreiben, wenn ihr wollt. Falls ihr überhaupt noch dran seid. Nach 40 Minuten kann das durchaus mal passieren, dass Leute abschalten. Würde ich in dem Fall aber auch verstehen. Aber, wie ihr wisst, will ich das Projekt ja fertig kriegen. Natürlich. Ihr wieder. Mit einem Rexblizer.
Also wenn die das ganz normal fangen wollen, dann sollen sie doch, oder nicht? Als wenn wir kämpfen müssten. Hallo? Denkt mal nach. Fangt einfach euer scheiß Pokémon. Muss mich nicht interessieren. Und ja, fertig. Echt mal, was soll denn das? Wofür kämpfen wir? Ist doch euer gutes Recht, einfach ein Pokémon zu fangen. Egal, was ihr sagt oder so, was ihr denkt. Junge, als wenn ich dagegen wäre. So, Voltenso. Ach komm, Firefox. Wir sind über 12 Level über dem Viech, also. Ja, reicht. Perfekt. So, als wenn uns das Viech einholen würde in irgendeiner Art und Weise. Leg dich da nicht auf den Boden, der ist kalt. Nur so ein Tipp. Ist das dein Ernst? Der kämpft halt immer noch. Ja, du mit deinem Hundemon, naja, da kann ich weder mit Feuer noch mit Psycho recht viel machen. Deswegen Hydro. Ja, weil ich auch Items brauche. Ich one-hitte dich jetzt. Hoffentlich mit Surfer. Vor allem, was denkst du dir denn bitte? Ein Pokémon benutzen, um hier komplett durchzukommen? Du bist doch bescheuert. Kannst du gleich mal vergessen. Was mich ja auch immer wundert, warum haben die Trainer, die hier irgendwo rumlaufen, in Höhlen und so, immer komplett aufgeheilte Pokémon? Als wenn die das hätten. Nicht dein Ernst. Ich denke, Rexby seid nur einmal zuschlagen müssen und dann wären die alle kaputt. Ja, okay, gib mir einfach einen Rexby Sanit. Ja. Dankeschön. Tschüss. Eigentlich könnte ich Fluchtseil benutzen. Obwohl es jetzt schon zu spät ist. Jetzt könnte ich auch laufen. Aber wir haben das Pokémon nicht gesehen. Dann werden wir es in der letzten Arena wahrscheinlich sehen. Naja. Ach komm, so faul bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich fahre eben den Weg rüber. So weit ist es nicht. Nein, nicht so. So. Dann heilen wir unser Team und dann machen wir nochmal eine Reihe, nicht eine Reihe um. Wundertausch. Und dann beenden wir den Part. Die letzte Entwicklung.
Also unser Team muss ja voll entwickelt sein. Haben wir aber immer noch nicht. So, du gehst weg. Also ich fand Leopel besser als Zigzagoon. Ich trinke da mal eben was. Und da ist irgendwer aus den Vereinigten Staaten. Ich denke nicht, dass der irgendwas Gutes hat. Der hat nämlich einen kompletten Standardsatz. Und nicht mal angegeben, wo er wohnt. Ja, obwohl Barsch war. Gar nicht mal schlecht. Ich meine, naja, sowas kriegst du auch nicht überall. Und so ein Milotic? Ne? Ist im Endeffekt dann auch nicht gerade was Schlechtes. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.